Heute lernen du und ich, wie bekloppt einfach es ist, ein ausrangiertes PV-Modul zu einem neuen Balkonkraftwerk zu machen. Wieso ist das so einfach? Und damit überraschen wir dann meinen Freund und Kameramann Michi. Achso, Michi, da gibt's noch was. Was ist das? Wir haben überlegt, wir schenken es dir. Ich weiß, dass er sich schon seit langem ein Balkonkraftwerk wünscht. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob er die Kameraarbeit übernehmen kann und ob wir das auch gleich bei ihm drehen können. Ich habe ihm erzählt, dass es bei mir in den Ferien wegen den Kindern irgendwie schwieriger ist. Und das hat er geschluckt. Nach einem Vortrag beim Verein Energiewende Erlangen wurde mir erzählt, dass man ausrangierten PV-Modulen relativ einfach ein zweites Leben einhauchen kann. Und dass wirklich viele dieser Module gegen neue ausgetauscht werden, obwohl sie noch Jahrzehnte nutzbar wären. Danke an Nico und Dali fürs schnelle Vermitteln an Christoph von den Panelrettern. Risiko für den Mensch, hast du gesagt, ist sehr überschaubar, weil wir nicht mit großen Mengen handhaben. Ja. Wie ist es denn rechtlich? Weil oft ist ja bei Elektrosachen so, ausgebildeter Elektriker sein, sonst darfst du nichts machen. Ja. Dadurch, dass der Rest vom System ja steckerfertig ist, also Wechselrichter, Module ran und rein in die Steckdose, hast du ja keinen Produktionsschritt in dem Sinne, wo du jetzt eine Fachkraft dafür bräuchtest. Die Summe der Spannung, die jetzt da bei einem Modul rauskommt, da sind wir bei 37 Volt, das ist fernab von gefährlich. Christoph hat eine Firma, die ausrangierte PV-Module vor dem Verschrotten rettet, aufbereitet und als Balkonkraftwerke verkauft. Wieso zeigst du uns das überhaupt? Du verkaufst die Dinger ja fertig. Naja, am Ende des Tages geht es aber auch darum, erstmal die Leute die Möglichkeit zu geben, wenn sie Bock drauf haben, es selber zu machen, weil man kann es definitiv selber machen. Ja. Es ist nur mit Arbeit verbunden. Und die andere Sache, wir zeigen natürlich auch, was wir für die Leute eigentlich übernehmen. Was euer Service ist. Was unser Service am Ende des Tages auch ist. Ihr könnt also ein fertiges refurbished Balkonkraftwerk über den Webshop der Panelretter bestellen. Oder es eben selbst machen. Und dass er uns das einfach beibringt, sagt, finde ich, schon einiges über die Intention von Christoph aus. Dieses Video ist nicht gesponsert. Christoph gehört für mich zur Gruppe der Macherinnen und Rebellen. So nenne ich Menschen, die heute schon vorangehen und die Lösungen von morgen einfach machen. Und Spaß dabei haben. Und solchen Menschen gebe ich auf meinem Kanal gerne mal das Wort. Man kann die Welt nicht in seiner Freizeit retten, wenn andere sie in bezahlten Stunden verheizen. Und ich kann nur jeden anhalten, zu versuchen, seinen Job so auszulegen, dass er klimafreundlich ist. Ich verlinke euch am Ende des Videos eine Playlist mit weiteren Menschen und Organisationen, die heute schon an Lösungen gegen die Erdüberhitzung arbeiten. Und jetzt ran ans Panel. Das Teil runter. Woher ist das Modul jetzt? Das Modul ist konkret wirklich aus dem Solarpark. Ein Solarpark, der dann neue Paneele bekommen hat. Ja, Repowering nennt sich das Ganze. Da gibt es eben die Möglichkeit, unter bestehender EEG-Vergütung die älteren Module rauszunehmen und die eben durch neuere zu ersetzen. Warum baut man hier einfach einen neuen Solarpark und dann nutzt man beide? Ja, das ist die Bürokratie in Deutschland tatsächlich. Es dauert ein Jahr, einen Solarpark zu bauen und sage und schreibe 3 Jahre, um den Solarpark bürokratisch durchzuboxen. Mit Planung. Das heißt, es ist viel, viel schneller und einfacher, einen zu, wie heißt das, Repowern, ja. Anstatt einfach einen neuen zu bauen, weil es viel schwerer ist. Es ist ein bisschen traurig eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Wie alt ist dann ein Modul, das jetzt da rauskommt? Das ist jetzt so ungefähr 10 Jahre alt. Das heißt, dieses Modul hat sich schon einmal selbst bezahlt im Solarpark. Ja. Wahrscheinlich schon mehr erwirtschaftet, als es gekostet hat. Auf jeden Fall. Und du bekommst es jetzt? Der Weg ist ja, dass zunächst mal geschaut werden soll. Das passiert tatsächlich aber in der Realität noch zu wenig, ob das Modul noch funktioniert. Also das könnte und sollte man definitiv mehr machen. Bei einem Prozess haben wir halt gesagt, okay, diesen und jenen Typ, den würden wir gern haben und den beziehen wir von euch dann auf. Wir bekommen die dann geprüft, da wird die Leistung geprüft, da wird die Isolation gemessen, da wird zum Beispiel auch geschaut, ob man irgendwelche Mikrorisse im Glas hat. Das alles wird geprüft und wenn das gut ist, dann bekommt das unter anderem mir zum Beispiel. Okay, du hast jetzt gesagt, dass zu wenige von denen in diesem Ding läuft. Was passiert mit den anderen? Die werden verschrottet? Die werden verschrottet, ja. Also idealerweise recycelt in der Realität. Das Glas rausnehmen, das Aluminium rausnehmen, idealerweise dann die anderen Rohstoffe. Aber ich habe gelesen, dass bei den meisten Glas und Aluminium dann hört es auf. Genau, also prinzipiell ist das Ziel, dass man so 80% vom Volumen oder 80% von dem Panel recyceln soll. Das ist gesetzliche Vorgabe und das wird auch gemacht. Das schaffst du aber schon durch das Glas und den Rahmen. Und besser ist aber natürlich der zweite Lebenszyklus, den wir jetzt machen. Ne? Auf jeden Fall. Also warum sollte man, und das ist ja der Grund, warum wir das machen, was wir machen, warum sollte man was wegwerfen, das halt noch funktioniert. Ja, das ist irre. Das Wiederverwerten ist eigentlich so naheliegend. Ja.
Und man muss halt einfach machen. Die Panelretter beziehen ihre Module also direkt vom Entsorgungsbetrieb. Als Privatperson kommt man da leider nicht so einfach ran. Aber über Kleinanzeigen oder im Bekanntenkreis kann man gut für wenig Geld an alte Module kommen. Christoph zeigt mir jetzt, wie auch Laien wie ich ziemlich einfach einschätzen können, ob so ein gebrauchtes Modul noch gut ist. So wie es jetzt ausschaut, hat es davon nicht ausgeschaut. Aha. Da wurde mit einem Dampfreiniger drüber gegangen. Es ist also erstmal nicht schlimm, wenn es dreckig ist. Also worauf ich als Laie jetzt schauen würde, wäre, sind da irgendwelche Risse im Glas? Ja, absolut. Gibt es irgendeine Beschädigung im Rahmen außen? Ja. Also Quetschungen oder sowas? Ja, das ist das Erste, was du schauen kannst, dass du sagst, okay, ist vielleicht irgendwo auch schon Wasser eingedrungen? Also im Sinne von, hast du da auf den PV-Zellen irgendwo eine, oder dieses Weiß ist extrem verfärbt, das wäre natürlich schon Indiz. Und dann ist anderes natürlich, wenn man sagt, okay, es passt vorne optisch, wir haben jetzt keine, es ist vielleicht nirgendwo runtergefallen, ich habe keine Risse im Glas, dann schauen wir uns eben die Rückseite an, dass man schaut, okay, ist die Rückwandfolie wirklich noch dicht? Sind da Risse drin? Sind da Löcher drin, weil irgendwas dagegen geschlagen hat oder sonstige Dinge? Das kann man optisch wirklich super leicht überprüfen. Und wenn das so ist, Finger davon lassen. Dann Finger davon lassen, okay. Ja. Also das ist auch das, was wir dann definitiv nimmer recyceln würden. Wenn du hier die Bahnen von der Vorderseite siehst, also nicht den Schatten, sondern wirklich das Silber, oder einen Riss schon deutlich wahrnimmst, dann würde ich da wirklich die Finger davon lassen. Das heißt in dem Fall, das Glas vorne ist in Ordnung, der Rahmen ist in Ordnung, hinten sehen wir keine Risse oder Löcher in der Folie. Das heißt, optischer Check, Haken dran. Optischer Check, Haken. Dann jetzt noch einen technischen Check und wenn das alles passt, kann man es praktisch anschließen und benutzen. Ran in den Wechselrichter und rein in die Steckdose. Wieso ist das so einfach? Wir schnappen uns also ein handelsübliches Strommessgerät, das muss auch keine Profi-Hardware sein, und prüfen erstmal die Spannung, wenn das Modul in der Sonne steht. Kleine Randinfo, das sind die Standardstecker, die eigentlich bei allen Mikrowechselrichter dran sind, genau. Das heißt, du kannst es problemlos einfach anstecken und kannst dann eigentlich schon direkt Strom erzeugen. Okay. Wichtig ist halt darauf zu achten, dass man auch solche Paneele mit solchen Steckern kauft. Das heißt, alles, was so 10 Jahre oder jünger ist, hat exakt diese Stecker. Stecker. Das ist der Standard? Das ist der Standard. Auf der Rückseite jedes Moduls findet man ein Label mit den technischen Daten. Für unseren Check interessiert uns Open Circuit Voltage und Short Circuit Current. Was die meisten Module noch haben, ist 95%. Das heißt, auf diese 10 Jahre 5% Leistungsverlust. Also das ist ja auch der Grund, warum ich sage, okay, hey, es ist absolut, ja, dämlich. Es ist absolut dämlich, ja, also muss man so sagen. Nicht wundern, Christoph hat für seinen Multimeter extra Adapterkabel für die Gleichstromstecker der PV-Module. Das funktioniert aber mit herkömmlichen Prüfnadeln ganz genauso. Wir haben 34 Volt. Das ist absolut in Ordnung. Diese 37 Volt hättest du, wenn der Sonnenstrahl im 90-Grad-Winkel eintrifft. Okay, also wenn jetzt da irgendwie 10 Volt bei der Bestrahlung, wenn wir das sehen würden, es wäre nur noch ein Drittel, dann wäre das schon, sage ich mal, besorgniserregend, würde ich dann auch die Finger von lassen. Wie machen wir jetzt das andere mit dem Short Circuit, dass wir an die Ampere kommen? Stellen wir hier einfach um? Nee. Wir müssen ein Short Circuit machen? Tatsächlich, mein Multimeter kann jetzt diese Stromfunktion nicht. Deswegen habe ich ein zweites dabei, eben mit einer Zange. Mhm. Das klemmen wir drumherum und dann können wir eben... Das heißt, wir machen jetzt echt einen Kurzschluss? Wir machen einen Kurzschluss. Aber die Sache ist, wir stecken es nicht zusammen, aus einem Grund. Weil, wenn du das zusammensteckst und dieser hohe Strom entsteht, dann können Lichtbögen entstehen. Mhm. Ein kleiner Blitz. Und der Blitz kann dir deine Stecker kaputt machen. Und das möchte ich vermeiden. Das ist einfach ein kleiner Trick. Das heißt, wir stecken die Dinger ein, die sind hinten noch nicht verbunden. Genau, die sind hinten noch nicht verbunden. Das heißt, was wir jetzt tun, ist im Endeffekt nur die Dinger verlängern, damit wir dann ganz leicht einen Kurzschluss herstellen. Ja, aber erstmal, also was ich jetzt machen würde, ich würde zuallererst mal das Zangenmultimeter einschalten. Mhm. Wir klemmen rumdum. Und du kannst jetzt, also wir stecken es nicht Kontakt vorne zusammen, sondern so. Genau. Ja, es hat schon ein bisschen Es hat kurz geblitzelt. Ja. Moment, das möchte ich nochmal machen. Ja, es blitzt schon ordentlich. Ja, du siehst den Blitz. Und deswegen sollte man nach Möglichkeit nicht unbedingt den Stecker verwenden. Und so ist es natürlich schöner. Die sind zusammen und wir messen jetzt mit dem Ding, wie viel Strom durchfließt. Genau, im Kurzschlussfall. Und konkret jetzt eben die 6,6 Ampere. Mhm. Wenn wir das jetzt vergleichen mit unseren Angaben auf der Rückseite, da haben wir jetzt da, was haben wir? 8,47 Ampere, ja, das geht auch schon wieder deutlich in die Richtung. Mhm. Wenn es jetzt eine ganz krasse Abweichung wäre, dann heißt irgendwie weniger als die Hälfte, oder? Genau, deutlich weniger als die Hälfte, dann auch davon wieder die Finger lassen.
Jetzt fehlt nur noch der Fehlerstrom auf dem Rahmen. Genau, ganz konkret messen wir jetzt zwischen dem Minuseingang und dem Rahmen des Moduls und wir sehen, okay, wir haben da keine Spannungsdifferenz jetzt erstmal. Das ist schon mal gut. Und im nächsten Moment machen wir es halt andersrum, dass wir quasi sagen, okay, wir gehen in den Pluseingang. Und auch da machen wir das Gleiche. Da ist es eben so, dass wir auch keine Spannungsdifferenz haben. Okay, das heißt, wir haben keine Spannung auf dem Rahmen. Genau, genau. Also wir können safe mit dem Finger in den Stecker und an den Rahmen. Das heißt, dieses Modul ist jetzt fertig durchgecheckt. Geil. Das heißt, das Gleiche machen wir jetzt noch mit dem anderen. Genau. Und dann können wir einen Wechseldurchgang anschließen. Auf jeden Fall machen wir. Geil. Um mich mit meinem neuen Wissen direkt nützlich zu machen, habe ich das zweite Modul ratzfatz allein geprüft. Jetzt haben wir zwei PV-Module und die erzeugen Gleichstrom. In unseren Wohnungen brauchen wir aber Wechselstrom. Um aus dem einen das andere zu machen, gehört zu jedem Balkonkraftwerk ein Mikrowechselrichter. Das ist jetzt eben so ein 600 Watt Wechselrichter mit zwei Anschlüssen. Und entsprechend noch AC-Anschluss. Um sehen zu können, wie viel Strom das Balkonkraftwerk dann produziert, gibt es natürlich eine Netzwerkanbindung mit App. Dafür braucht es ein kleines Zwischengerät, eine Bridge, die wir ins WLAN holen müssen. Da wir bei Michi zu Hause sind, muss er das machen. Es ist ja schließlich sein WLAN. Zumindest sagen wir ihm das so. Der eigentliche Grund ist natürlich ein anderer. Achso, Michi, da gibt's noch was. Was ist das? Wir haben überlegt, wir schenken es dir. Und du fragst die ganze Zeit schon so lästig. Ja, dich kann man so schlecht überraschen. Nee, wirklich? Ja, wirklich. Ist deine Anlage, die wir gerade einstellen. Aber von vorher einen ausmacht. Oh. Schon seit Wochen arbeiten wir an der Überraschung. Deswegen ist das auch der einzige Grund, warum wir das hier drehen. Ich hab mich schon gewundert. Oh, ach Gott. Dankeschön. Bitte, bitte. Wo stecke ich denn an? Oh, das ist ja voll nett. Okay, also nochmal. Also jetzt bin ich voll... Gott. Jetzt haben wir die aus dem Konzept braucht. Ja, ein bisschen. Geht's dir gut? Ja, ich bin da wie zitterig. Ja. Damit Michi jetzt auch wirklich Strom produzieren kann, fehlt nur noch der Wechselrichter, der aus dem Gleichstrom des PV-Panels Wechselstrom für die Steckdose macht. Der Michi ist Mieter. Brauchen wir eine Zustimmung von seinem Vermieter? Ja, prinzipiell würde ich die einholen. Es tut sich gerade wahnsinnig viel in der Rechtslage, was das anbelangt. Also der Vermieter kann es nicht grundsätzlich ablehnen. Ich habe jetzt hier wahrscheinlich noch einen ganz alten Stromzähler auch. Ja. Der läuft dann einfach rückwärts für mich, oder? Ja, im Idealfall. Für eine Übergangsfrist darf sich der rückwärts drehen. Und das Coole ist, Michi, jetzt bist nicht mehr du für den Zählertausch verantwortlich, sondern eben die Stadtwerke. Und die bekommen das eben über die Anmeldung mit. Und dann melden sie sich bei dir und tauschen ihn. Und für dich ist erstmal gar nichts zu tun. Das heißt, das kostet dem auch nichts? Nö. Cool. Nö. Das heißt, der Michi, der meldet jetzt einfach an. Oder genau. Wir machen das nachher noch zusammen. Genau, gerne. Dann bekommt es die Stadt mit. Und wenn die Stadt nichts tut, kriegt der Michi praktisch, solange er einspeist, die volle, das, was er sonst an Kosten hat. Ja, okay, cool. Wieder rückerstattet. Das heißt, die Stadt hat ein gewisses Interesse, dir einen neuen Stromzähler zu geben. Und dann bist du ja auch tippermäßig dabei. Am Ende des Tages nicht die Stadt unbedingt, aber die Stadtwerke, klar. Sind unterschiedliche Akteure. Richtig. Aber die haben schon den Anreiz, den Zähler zu tauschen. Das genau. Tun sie dann auch in absehbarer Zeit. Das heißt aber, wenn die Stadtwerke dann kommen und sagen, hey, wir nehmen den Zähler mit der Drehscheibe raus, geben dir einen digitalen Zähler, was wir wahrscheinlich dann tun, oder einen smarten, dann kriegst du einfach keine Einspeisevergütung genau. Mehr. Das heißt, dann ist dein Anreiz, Michis Anreiz, einfach nur möglichst viel davon zu verbrauchen, ja. Damit er die Kosten beim Bezug nicht mehr hat. Genau. Ja. Okay, du hast sie jetzt sauber festgemacht. Habe ich. Und das war's auch schon. Wir müssen nur noch die Module an den Wechselrichter anstöpseln und schon kann Michi sein Balkonkraftwerk in die Steckdose stecken und seinen ersten eigenen Solarstrom ernten. Keine Mehrfachsteckdosen, am besten direkt in die Steckdose rein. Jetzt übergebe ich an dich, weil das ist ein heiliger Moment. Geh mal wieder in die Küche, oder? Jetzt, wo das Balkonkraftwerk fertig installiert und angesteckt ist, wollten wir natürlich direkt mal sehen, was passiert denn jetzt am Stromzähler? Ja, du kriegst gerade Geld abgezogen von deiner Stromrechnung. Wie fühlt sich das an, wenn sich das Ding jetzt rückwärts dreht? Das ist echt verrückt immer noch. Das ist schon Wahnsinn. Das ist absolut geil. Wie lange überlegst du schon, mit Balkonkraftwerk zu holen? Ja, Jahre. Aber halt immer im Sinne von, lohnt sich's nicht. Jetzt hab ich einfach. Hat sich jetzt schon gelohnt. Hat jetzt schon gelohnt. Schau mal an hier. Kindliche Faszination. Nice. Hey, did it. Sehr geil. Ich könnte es hier mal so. Danke. Ja, bitte, bitte. Oh, das ist so freundlich. Bedanke dich vor allem bei dem hinter der Kamera. Jetzt gibt es nur noch eine letzte Sache zu erledigen. Let's move to the Marktstammdatenregister. Was ihr wissen müsst, ihr braucht neben eurer Adresse ein paar wichtige technische Daten eurer Anlage und eure Stromzählernummer. Schön ist, dass man sich mittlerweile nur beim Marktstammdatenregister anmelden muss. Früher musste man das Gleiche nochmal beim Netzbetreiber tun. In 5 Minuten war Michi fertig. Es ist also echt nicht wild.
Hammer. Und wenn du dich jetzt so fühlen willst wie Michi, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ich wollte Christoph nochmal Danke sagen dafür, dass er sich so viel Zeit für uns genommen hat und uns das alles beigebracht hat. Und deswegen werde ich noch ein Balkonkraftwerk bei ihm bestellen, aber das ist für jemanden von euch da draußen. Ich packe euch einen Link zu einer Geheimwebsite unten in den angepinnten Kommentar. Wie du aber auf diese Website kommst, das musst du schon selbst rausfinden. Nur so viel, alles was du dafür brauchst, findest du hier im Video. Löse das Rätsel und gewinne ein Balkonkraftwerk für dich oder jemanden, den du magst. Wer gewonnen hat, kannst du am 22.09. auf meinem Instagram-Profil erfahren. Und wenn dich die Geschichte der Panelretter interessiert, wir laden Christoph noch zu uns in den Podcast Klimanachbarn ein und sprechen über die Geschichte der Panelretter. Falls dich das interessiert, diese Episode kommt am 26. September in euren Podcast-Feed. Abonniere also am besten schon mal unseren Klimanachbarn-YouTube-Account oder eben überall dort, wo du Podcast hörst. Und hier geht's wie versprochen zur Playlist mit weiteren Macherinnen und Rebellen. Tschüssi!